Man weiß im Allgemeinen in der Öffentlichkeit wenig vom Beruf des Komponisten. Darauf mag es zurückzuführen sein, dass es manch kuriose Vorstellung von seiner Arbeit gibt. Etwa die, er sitze abgeschieden von der Umwelt in seinem Kämmerlein, warte auf den rettenden Einfall, auf die Erleuchtung. Oder er sitze kühl bis ans Herz hinan an seinem Schreibtisch und schaffe mit Rechenschieber und Lineal seine Kreationen. Oder es gebe ihm der Herr im Schlafe. Das mag einmal vorkommen. Die Regel ist es nicht. Der Künstler bekommt heutzutage von der Tradition kein verbindliches Handwerkszeug mehr mit. Er muss sich sozusagen, oder fast, von Werk zu Werk seine Gesetze selbst schaffen, selbst geben. Und zwar so, dass sie ihn einerseits nicht fesseln, ihn nicht versklaven, ihm nicht den Spielraum nehmen zur Entfaltung seiner Persönlichkeit, andererseits aber die Unzahl der Möglichkeiten einengen, überschaubar machen. Denn nur so kann sich menschliche Fantasie frei entfalten. Ein Beispiel, etwa hier, unter zwei Rosenstöcken wird es Ihnen nicht schwerfallen, die schönste Rose herauszufinden. Unter diesen Tausenden von Rosen wird Ihnen das nicht so ohne weiteres gelingen. Es ist uns geläufig, dass sich Gesetze ändern können. Sie ändern sich in demokratischen Ordnungen wenigstens so, dass eine Mehrheit das Bedürfnis nach einer solchen Änderung verspürt oder die allgemeinen Verhältnisse eine solche Veränderung nahelegen. Wir haben das alle erlebt, etwa mit der Fristenlösung, nicht unumstritten, oder mit den Novellierungen der Straßenverkehrsordnung oder mit der Familienrechtsreform. Zurück zur Musik. Hier ist es uns klar, dass etwa Mozart anderen Gesetzen folgte, von anderen Gesichtspunkten bei seinen Entscheidungen gelenkt wurde, als etwa Stravinsky. Weniger vertraut ist uns die Vorstellung, dass das Kunstwerk selbst von seiner Problematik heraus, von seiner Problemstellung, sozusagen die Gesetze, denen es der Autor ursprünglich unterstellt hat, sprengt, die Gesetze sozusagen von sich aus verändert. Ich habe von den Beispielen von Gesetzesänderungen gesprochen. Das ist also die Art, wie organisch sich die Gesamtheit unserer Lebensbedingungen ändert. Das kann aber auch im Kunstwerk passieren. Ich glaube, bei Mahler, bei der Wiener Schule, solche Veränderungen beobachtet zu haben. Und seit den Exercises spielt in meinen Werken das eine große Rolle. Dort führte sozusagen jeder Abschnitt zu neuen Ordnungen, zu neuen Bauprinzipien. Und in der Gesamtheit entstand dadurch ein Entwicklungsbogen, der, man könnte sagen, vergleichbar ist der Entwicklung eines Lebewesens, eines Menschen, wenn Sie wollen. Ausgangspunkt solcher Ideen war für mich ein Erlebnis, dass ich hier vor der Hochschule für Musik, an der ich seit vielen Jahren wirke, hatte. An dieser Stelle hier gab es einmal einen Rasen. Aber das Bedürfnis, ihn hier zu überschreiten, war offensichtlich ganz allgemein, denn jedes Jahr im Hochsommer sah die Stelle so aus wie jene hier, also völlig abgetreten. Im kommenden Frühjahr kamen die Gärtner wieder, restaurierten den Rasen,
stellten Tafeln auf, die auf das Verbot des Betretens hinwiesen, umsonst. Nach einigen Jahren kapitulierte man und legte hier an dieser Stelle einen Übergang an. Was war geschehen? Es gab ursprünglich ein Gesetz, nämlich den Rasen nicht zu überschreiten. Als aber der Verstoß gegen dieses Gesetz allgemein Usus wurde, half nichts mehr, es musste geändert werden, man legte den Übergang an. Das sind Vorgänge, wie sie in meinen Werken seit den Exercises eine wesentliche Rolle spielen. Veränderte Bedingungen, Gesetze zum Beispiel, zwingen zu Veränderung, zu Anpassung in allen Bereichen. Verwandte Elemente können sich unter sehr verschiedenen äußeren Verhältnissen sehr weit voneinander entwickeln. Umgekehrt können unterschiedliche, also weit entfernte Elemente unter den gleichen äußeren Verhältnissen oder ähnlichen äußeren Verhältnissen ähnliche Gestalten, Formen annehmen. Beobachtungsgebiete waren für mich etwa meine Familie, meine Kinder oder die Botanik, wo es besonders viele schöne Beispiele dafür gibt. Das hier sind zwei einheimische Wolfsmilchgewächse, Euphorbien. Andere Angehörige dieser Familie haben sich den Trockenbedingungen Südafrikas oder Madagaskars angepasst. Kleine oder gar keine Blätter oder Blätter umgeformt zu Dornen oder nur wenige Blätter während der Triebzeit. Der Stamm ist als Speicherorgan ausgebildet, aber grün, das heißt assimilationsfähig. Viele dieser sukkulenten Euphorbien haben also unter gleichen oder ähnlichen klimatischen Bedingungen die Form der Kakteen angenommen. Und jeder Laie wird sie als Kakteen ansprechen. Also, Angehörige der gleichen Familie, nämlich der Euphorbien, haben sich unter verschiedenen Bedingungen völlig verschieden entwickelt. Und andererseits haben Angehörige strukturell weit entfernter Familien unter ähnlichen äußeren Bedingungen einen ähnlichen Habitus angenommen. Das sind Vorgänge, die wahrscheinlich in der Komposition seit Mahler gelegentlich eine Rolle gespielt haben. Ich habe nun versucht, sie in die musikalische, kompositorische Konzeption selbst einzubeziehen und mit solchen Vorgängen zu operieren.